Stone, Heroes of Warcraft. Den Kurator. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Hearthstone Boss Guide hier auf meinem Kanal. Ich bin RotMac und wir schauen uns heute den Kurator an, der erste Boss im Flügel, die Menagerie. Und zwar schauen wir erstmal seine Heldenfähigkeit an, danach werden wir in meine Kartensammlung gehen und uns das Deck zusammen anschauen, mit dem ich gegen den Kurator antreten werde oder schon angetreten bin. Wie ihr seht, ich habe ihn bereits besiegt, schon mehrere Male. Das Deck funktioniert wunderbar. Und dann machen wir auch noch ein Spiel hier im Video gegen den Kurator, damit ihr seht, wie das Deck dann auch funktioniert. So, was hat der Kurator für eine Heldenfähigkeit? Er hat für 0 Mana eine Passivheldenfähigkeit. So, hier kommt sie. Beschützer der Galerie. Passivheldenfähigkeit. Der Kurator hat Spott. So. Und mehr gibt's nicht. Ja, eigentlich ganz easy und mit dem Deck, was ich zusammengestellt habe, ist es überhaupt kein Problem, den Boss zu knacken. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich in meiner Kartensammlung und schauen uns zusammen das Deck an. Und da sind wir auch schon in meiner Kartensammlung drin. Wir haben Jaina Prachtmeer, die Magierin, als Kuratorenbezwingerin. Und zwar hat es folgende Karten in meinem Deck drin. Wir haben Arkane Geschosse zweimal, Brabbelndes Buch zweimal, Manawürm zweimal, dann Flammenkanone zweimal, Frostblitz zweimal, sowie Untergangsverkünder zweimal, dann zweimal Zauberlehrling, wir haben zweimal Arkane Intelligenz, Flammenschürer zweimal drin, Frostnova zweimal, Vergessene Fackel zweimal, Feuerball zweimal und dann den Kabbalistenfoliant einmal drin. Zweimal Blizzard, einmal Flammenstoß und zum Schluss noch zweimal Portal Feuerlande. Ja, das Deck ist ganz klar auf Zauber aufgebaut, wie ihr seht, und auf Diener, die irgendwas mit Zauber anfangen können, wie zum Beispiel Manawürm, der sich selber pusht. Wir haben drin Zauberlehrling, die macht die Zauber natürlich billiger, und wir haben auch drin Flammenschürer, der dann noch ein bisschen Schaden raushaut, wenn wir einen Zauber spielen. Ja, und das Deck funktioniert wirklich, wie schon gesagt, extrem gut. Ich hatte beim ersten Mal bereits den Boss in die Knie gezwungen und habe es dann noch dreimal versucht und jedes Mal gab es einen Sieg. Also da kann ich euch wirklich versprechen, dieses Deck funktioniert tadellos. So, und ob es, also wie es genau funktioniert dann in der Praxis, das schauen wir uns jetzt an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spiel gegen den Kurator. Jaina gegen den Kurator. Fass die Schaukästen nicht an. Ihr habt es so gewollt. So, und da sind wir auch schon im Spiel drin und diese Hand können wir nicht so gebrauchen. Ich nehme die zweimal weg. Ich möchte gerne einen Manawürm zum Beispiel zu Beginn, das wäre sicherlich nicht schlecht, damit wir den ein bisschen pushen können. Wird leider nichts. Okay, kann man aber auch so spielen. Absolut kein Problem. Wenn ihr aber könnt irgendwie, dann würde ich schauen, dass ihr, wie gesagt, den Manawürm habt. Ah, und der Kurator wird jetzt viel, viel sprechen und ich werde versuchen, ihm hier nicht ins Maul zu fallen, ins Wort zu fallen. So, gut, wir können nichts machen und übergeben das Ganze. Der Kurator. Ein Staubteufel. Schöne Sache. So, wir haben bereits zwei Mana, wir hätten jetzt ein brabbelndes Buch. Nee, wir machen hier einfach mal den Staubteufel weg. Da lassen wir uns die Zeit. Diese Zeit lassen wir uns. Wir haben dann drei Mana. Da könnte man schon zum Beispiel einen Flammenschürer spielen. Ja, das wäre gar nicht mal so schlecht. Machen wir doch schon mal Flammenschürer raus. So, wir haben dann die Möglichkeit, Frostblitz zu spielen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, hier das brabbelnde Buch zu spielen. Dann kriegen wir noch einen Zauber in die Hand und können den vielleicht dann auch noch spielen. Aber der Kurator geht aufs Ganze. Er geht aufs Ganze. Bringt die Münze und dann haut er mir hier mit Gewitter meinen Flammenschürer weg. Das finde ich jetzt nicht so dolle. Naja, egal. So machen wir das Ganze mal ein bisschen billiger hier und wir ziehen noch zwei Karten. Wer weiß, vielleicht kommt da was Schlaues bei raus. Zweimal Arkane Geschosse sind nicht schlecht, aber die möchte ich dann mit zum Beispiel einem wahren Manawürm oder einem Flammenschürer gebrauchen. Dann hauen wir hier richtig viele raus. Sind unbedingt einzuhalten. Machen wir. Wir halten uns an die Regeln. Natürlich, lieber Kurator.
So, da ist sie weg und unsere Zauber werden wieder ein bisschen teurer. Ihr seht, jetzt habe ich nicht so viele Möglichkeiten. Ich könnte natürlich alles ins Gesicht werfen. Werde ich dann mit der Zeit auch tun. Jetzt aber erstmal schauen, was wir hier für kriegen. Wir kriegen eine Eislanze. Okay, ist natürlich dann gut, zum Beispiel mit Frostnova zusammen. Das geht absolut. Oder auch mit Frostblitz. Und dann würde ich sagen, ich will erstmal Feuerball noch auf der Hand behalten. Ich bin da noch nicht so ganz sicher, dass da nichts Schlaues kommt bei ihm. Wir gehen mal mit einem ins Gesicht und gut ist. Wir lassen uns hier die Zeit, ne? Werden umprogrammiert. Ein zufälliger Mech. Ey, voilà, 2,5. Der gute Kampfschrei verleiht einem befreundeten Mech plus 2 plus 2. Ist in diesem Fall jetzt kein Problem. Aber wir könnten den jetzt zum Beispiel bereits mit einem Feuerball weghauen. Boah. Einfach nur, damit wir Platz haben auf dem Feld. Aber es sind 6 Schaden. Er hat 40 Life und 15 Rüstung gehabt. Es ist halt, ja. Ich gehe jetzt mal auf den Diener. Ich will hier ein bisschen Platz haben. Und dann gehen wir hier mit 2 Schaden drauf. Wir haben die Zeit, Freunde. Wir müssen hier überhaupt nicht stressen. Gäste dürfen sich nur in der Menagerie aufhalten. Ich bin kein Gast. Wieder Drachengehege ausmisten. Und da kommt auch ein zufälliger Drache herbei. Es hat auch ein bisschen Glücksspiel hier. Und das Schöne ist bei Jaina, sie hat eine super Heldenfähigkeit. Damit können wir eigentlich fast alles wegpingen, wenn es halt nur ein Life hat. So, dann gehen wir hier. Ich mache die Fackel noch, damit wir die nächste, die lodernde Fackel im Deck haben. Womit wir dann 6 Schaden machen können. So, stetig ein bisschen Schaden. Und das hüllt den Stein dann auch aus. Ist allergisch gegen Wildtiere. Okay, jetzt pusht er hier aber hart. Jetzt pusht er hier richtig hart ran, ne? Und geht damit auf mein Buch. Alles klar, alles klar. Alles richtig gemacht, mein Lieber. Und ich würde sagen... Ne? Wir könnten jetzt eigentlich mal hier... einfach mal ein bisschen Platz machen, ja? Einfach mal was können. Ich, friere die trotzdem ein. Nicht, dass die mir jetzt hier den Diener weghauen. Ich friere die mal alle ein. Und dann gehen wir hier noch mit einem Schaden schön ins Gesicht. So, und dann warten wir einfach mal. Er hat noch... 2 Schaden. Er hat noch 2 Karten auf der Hand. Jetzt noch eine. Also ihm gehen die Karten aus. Wir haben genügend Karten in der Hand. Da kommt nochmal 3 Schaden. Hat nicht gereicht, mein Lieber. Er geht trotzdem auf den Diener. Ja, der Schlauste ist er halt auch nicht. So, jetzt hat der Gute einfach mal keine Karte mehr. Und bei uns hier jede Menge... Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Naja, egal. Sind 3 Schaden hier noch und den Rest dann lasse ich noch. Ich will, wie gesagt, Flammenschürer oder so. Ich hätte jetzt Portal Feuerlande spielen können. Habe ich jetzt verpasst. Habe ich jetzt tatsächlich verpasst. Hier kriegst du nochmal 3 zufällige Magierzauber auf die Hand. Wir spielen erstmal hier. Das macht was? Macht 5 Schaden. Ich mache die 5 Schaden ihm ins Gesicht. So, ein Diener, der 5 kostet. Kampfschrei bringt mir nichts. Okay. Und dann könnten wir uns überlegen. Wir hauen den weg, komm. Wir hauen den weg. Ich will hier kein Risiko eingehen. Ey, voilà. Und dann warten wir einfach mal. Wir haben jetzt 5 Schaden draußen. Ein Dämon kommt. Ein zufälliger. Naja, ist auch ein Flock. Ist auch ein Flock. So, ich schau mal, was wir hier für Magiezauber kriegen. Wir kriegen Duplizieren. Wir kriegen 2 Karten ziehen. Und wir kriegen Flammenlanze. Das ist alles ganz nice. Ich mache hier erstmal Duplizieren raus. Dann machen wir da 3 Schaden, damit das weg ist. Dann können wir mit 5 Schaden ins Gesicht gehen. So, und ihr seht, es funktioniert wirklich tadellos. Also, auch wenn ihr nicht die perfekte Hand zu Beginn habt. Ein Staubteufel, alles klar. Dann könnt ihr hier das Spiel also ohne Probleme nach Hause bringen. Ihr habt auch Möglichkeiten, hier aufzuräumen mit Blizzard zum Beispiel, mit Feuerball. Ihr habt auch sonstige Möglichkeiten, Flammenstoß, weiß gar nicht mehr, wie die Karte heißt. Den haben wir auch drin, also genügend Möglichkeiten. So, jetzt ziehen wir nochmal 2 Karten. Nur um mal zu schauen, ein Mana-Würm. So, jetzt wird das Ganze richtig interessant. Mana-Würm raus. So, die 6 Schaden bringen wir jetzt.
Voilà, hier noch 5 Schaden. Und den Rest behalte ich jetzt mal noch auf. Wer weiß, was da noch rauskommt im nächsten Zug. Aber es geht dem Sieg entgegen. Arkane Geschosse. Hat sich schön aufgeteilt. Alles klar. Alles gut. Hier kommt noch der Flammenschürer. Ja, jetzt geht es sowieso ab wie Sau. Und ich würde sagen, wir können wahrscheinlich, ja, wir können das Ganze auch hier schon beenden, glaube ich. Sollte eigentlich aufgehen, ne? Ja, ja, ist genug Schaden, würde ich sagen. Wir haben hier noch Feuerball. So, alles klar. So, ihr seht absolut kein Problem mit diesem Deck. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wenn euch das Deck geholfen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Auch über Kommentare würde ich mich sehr freuen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns bald wieder. Diese Schraube war locker. So, jetzt müsste er wieder wie neu sein. Müsste, ja, müsste er. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, über Kommentare und Daumen würde ich mich freuen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Rotmac. Ciao.